So Leute, willkommen zurück zu hier das halt. Alarmstufe Rot 3, der Aufstand. Wir machen der nächsten Kampagne, da Yurikos Kampagne so schön beendet worden ist. Und hier ein Sternchen hat, machen wir es die Armee der Zukunft. Führen Sie die neuen sowjetischen Widerstandsgruppen und ihre neuesten improvisierten Waffen in die Schlacht und beseitigen Sie die schreckliche Gefahr, die im Herzen von Mutisch in Russland heranwächst. Medik-Kampagne halt. Das ist eine gute Frage, danke. Nun, nachdem die sowjetische Regierung entmachtet ist, können wir endlich die Vorteile der freien Marktwirtschaft mit der gesamten Bevölkerung teilen. Die alliierten Besatzungstruppen sind nur vor Ort, um den Umschwung zu unterstützen. Ja, ich meine, es gibt Gerüchte über Widerstandszellen, aber soweit mir bekannt ist, gab es bis jetzt keinerlei Zwischenfälle. Das russische Volk hat uns empfangen mit offenen Armen. Sie haben ihre einstigen Führer gestürzt, die sie ihrer wohlverdienten Freiheit beraubt hatten. Tja. Kommandant, es sind dunkle Zeiten, in denen wir leben. Sie haben sich unserer Sache angeschlossen, darüber sind wir sehr froh. Die Menschen können ohne starke Führung nicht gegen die alliierten Unterdrücker aufbegehren. Unsere Widerstandsbewegung ist auf einem guten Weg. Aber wir haben ein Problem. Unsere Wissenschaftler, die betraut sind mit der Entwicklung neuer Waffensysteme, sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Unsere Späher entdeckten eine geheime Forschungseinrichtung, die von alliierten Einheiten beschützt wird. Wir müssen dort nach Anhaltspunkten suchen über den Verbleib unserer Wissenschaftler. Sie haben nur wenige Einheiten zur Verfügung. Mehr können wir nicht entbehren. Finden Sie möglichst viel heraus, Kommandant. Udachi. Was heißt ein Udachi? Was ist das denn? Was ist das, wie dann ja auch wiedersehen, also was wir heißt so Udachi? Wir müssen den Aktivitäten der Alliierten in Rumänien auf den Grund gehen und unsere führenden Wissenschaftler befreien. Als Befehlshaber des Bergungsteams haben sie folgende Befehle. Ja. Unseren Informationen zufolge experimentieren die Alliierten mit neuen Technologien. Mhm. Wir müssen zu unseren Informanten stoßen und uns ihre Unterstützung sichern. Das kriegen wir sowieso mit. Präsident Rupert Doll vor... Ach, sogar. Das ist direkt, glaube ich, nach der Kampagne von dem Together Let's Play. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Jetzt kommen hier so Tesla Trooper. Ne, Desolator noch besser. Und was kriegen wir? Also, das bisschen. Soll ich irgendwas machen? Kommandant, in der Region sind mehrere Aufklärungstrupps stationiert. Hoffentlich bringen Ihre Berichte etwas Licht in das, was die Alliierten versuchen, in die Wege zu leiten. Ja. Oh, scheiße. Natürlich. Damit werden wir doch nie im Leben gewinnen. Der Premierminister wird stolz sein. Ups. Schließen Sie zum Aufklärungsteam. Die Peacekeeper sind ja irgendwie viel zu stark. Ich mache Premierminister stolz. Ich meine, so ein Typ, der hat gegen so viele, also ich habe da schon fast 2 verloren. Fast. Gut, Molotov-Cocktails und Feuer. Mach Platz für Russland. Ach, komm, das ist nur ein bisschen voll. Wow. Ins Gebäude. Rein. Und weg. Lauf. Na. Abschießen. Holy shit, sind das viele. Abschießen. Die halten verdammt lange, muss man sagen. Abschießen, alle Mann abschießen. Ey, ihr Cheater. Der Mantel ist schön. So. Immer weiter abschießen. Ihr Hunde. So. Erschlagt sie wie Fliegen. Alter, wie viele Zelte sind denn das? Treffer. So, bitte raus. Was soll ich tun? Wie Sie so, jetzt habe ich... Naja. Wie Sie befehlen. Ich mache eine annehmbare Armee, glaube ich. Soll ich irgendwas machen? Wir dienen der so, der geht auch ein bisschen mehr. Natürlich. So. Ich habe nichts getan. So, wo sind wir? Da sind wir. Da, so schnell ich kann. Hätten die Brücke explodiert. Das würde ich denen sogar zutrauen. Dass sie das jetzt einfach so abschießen. Jawohl.
Jawohl. Aus heiterem Himmel. Eine Einheit. Nee, tun sie doch nicht. Der Premierminister wird stolz sein. Dafür schießen wir sie ab. Warum ist hier alles voller Sprengsätze? Da. Ach, deswegen. Endlich darf ich kämpfen. Das kann ich. So. Feuer! Wie sie befehlen. Hat nicht wirklich den gewünschten Effekt. So. Für Russland. So ist es doch viel einfacher. Ich gehe. So, wo sind... Ach, hier sind Flak-Trooper. Flak-Trooper. Und hier ist ein Damm. Ach nee, Quatsch. Ein Kanal-Dings. Eigentlich sollte hier wohl ein Fluss sein. Ah, aha. Das kann so. Ich. Her mit euch, Flak-Trooper. Natürlich. Verstärkung erhalten. Verstärkung erhalten. Schlimmer als im Gulag. Team 1. Team 2. So schnell ich kann. Und dann... Ich gehe. Attacke. Team 1, das. Das mit mir umschwimmen. Die nehmen wir Minen. Wir dienen der ruhmreichen Union. Achso, ich verstehe. Naja, die kann zum Glück reinlaufen und das Ding direkt da so beschießen. Okay, Molotov-Cocktails. Na los, Blödmann. Oh. Flak bereit. So. Nein. Oh. Angriff! Zusammen, Genossen! So schnell ich kann! Das ist nämlich ein bisschen faily. Der Mantel ist schön. Ach ja, man trifft seine eigenen Einheiten, das habe ich eigentlich ein bisschen verpeilt. Naja. Ich habe nichts getan. So, wenn wir hier weitergehen, okay. Rekrut hier! Lassen wir mal. Das ist eine Athena-Kanone, cool. Für die Union! Ja, verkauft das doch einfach. So schnell ich meine, ich will Tesla-Truppe haben, die ist bestimmt hier oben, oder? Ja. Schon gewonnen? Was für Einheiten haben wir eigentlich alles? Ich gehe. Da sind sie. Eine Einheit wird angegriffen. Für Mütter in Russland. So schnell ich kann. Mir gefällt das nicht. So. Los geht's. Die schießen jetzt ab. Im Ausbildungsvideo. Und gewonnen. Ich? Ja, ich. Da, da. Ah, das sind sogar zwei Stück von denen. Wie Sie befehlen. Was soll ich tun? Soll ich irgendwas machen? So. Endlich ein echter Kampf. Was soll ich tun? Ich bin hier. Den da, den. Eine Einheit wird angegriffen. So. Naja, das machen sie ja wohl richtig gut. Der repariert sich zwar immer, aber die Molotov-Cocktails, die platzen einfach rein. Und so, kurzer Besuch und ich muss niesen. Oh Gott, ich muss das einhalten. Oh, ich glaube, ich muss da ausstellen. So, jetzt mal kurz genießen. Boah. Und weiter geht's. Da sind unsere Tesla-Freunde. Und da ist ein Peacekeeper. Jawohl. Waffe wechseln, abschießen. Angriff! Eine Einheit wird angegriffen. Uäh. Jawohl. Scheiß Taschentuch. Ach da. Ah, erstmal Taschentuch. Ach, Kacke. Scheiß Sommerzeit. Oh, ich kann jetzt schlecht gucken. So. Also, wo sind wir? Ach, hier. Natürlich. Wilder Hund. Natürlich. Jawohl. So. Das nehmen. Und Feuer. Und verbrenne. Und der da. Ich mach es. So, der da nicht vergessen. Beförderung, ich mach. Bitte warten Sie auf Ihre Verstärkung. Blöd.
Ich hoffe, die Verstärkung kommt mit Flugzeugen. Endlich ein echter Kampf. So, immer schön entgegenschmeißen. Immer gegen den Schild. So, und die Athena-Kanone nicht vergessen. Oh, Hunde. Ach du Scheiße. Unsere Armee ist ziemlich dezimiert, fällt mir gerade auf. Verstärkung ist unterwegs, Kommandant. Also das ist... naja, unsere Armee ist ziemlich klein geworden, muss man noch zugeben. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So. Was für Einheiten kriegen wir? Oh, super, danke. Ist das alles? 3, 4, 5. Ja. Passen sowieso noch 5 Leute. Komm. Ist auch viel zu wenig. So schnell ich kann. Muss auch das Ding tragen. Überspannungsschutz aktiviert. Der Slot-Trooper. Überspannungsschutz aktiviert. So. Positiv. Die Tesla-Trupper werden die Panzer abschießen. So. Ich habe keinen Bock, dass so ein Panzer meine Leute platt fährt. Das wäre echt kacke. Rücken vor. Ich stehe unter Strom. So. Immer schön draufballern. Ich bring die Stromrechnung. Und. Oh. Überspannungsschutz aktiviert. Ey, diese Kackpanzer. Oder Witz, ey. Wir müssen immer alle platt fahren. Kommt jemand mit? So. Überspannungsschutz aktiviert. So, die aktivieren. Geht's los? Kein Widerstand. Die aktivieren. Kommt jemand mit? Tesla-Anzug bereit. Schön hinten bleiben, Tesla-Trooper. Die sind auch so doof und fahren direkt da rein. Bin online. Okay. Kommt jemand mit? Connect no. So. Isolieren nützt auch nichts. Der bewegt bin sich online. Nicht. Doch. Oh, knapp. Unterwegs. Mann, zäh die Brüder. Aktivieren. Jemand mit? Und Attacke. Die Panzer sind nicht wirklich die hellsten, oder? Die fahren einfach an den hinein und... Oder der Commander des Gegners ist echt dämlich, wenn man sich sowas anguckt. Geht's los? Aber nicht mein Problem. Bin online. Überspannungsschutz aktiviert. Nicht mein Problem. Wenn er zu doof ist, von mir aus. Ja, Genosse. Ich habe nichts dagegen. So, und hier oben sollten wir Desolator-Trooper kriegen, hoffe ich. Ich meine, das sind wohl die letzten Einheiten. Bis auf den Kriegsbär natürlich. Aber was wollen wir schon mit Kriegsbären? So, wir speichern mal. Das sind, ist doch eine kleine Mini-Armee. So. Wir haben ungefähr schon die Hälfte der Mission geschafft. Ich kenne nur diese erste Mission. Was danach kommt, weiß ich nicht. Unterwegs. So. Desolator doch her mit euch. Ich will euch haben. Einsatzziel erreicht. Ja. Was glotzt ihr so? Desolator bereit. Was ist? Was steht denn da? Schön, Sie kennen jetzt meine Desolator-Truppe. Sie sind Meister der toxischen Kriegsführung. Sie sind nicht unbedingt die anspruchsvollsten unserer Einheiten, aber... Sie sind ziemlich tödlich. Eins. Rekrut ist kampfbereit. Jemand bezahlt dafür. Nein. Ja, Desolator bereit. Cool. Mal sehen, wie sie das schaffen wollen. Was glotzt ihr so? So. Was soll ich ausreichen? Die 4. Soll ich hier versprochene Proviant Elektroden initialisiert. Neues Bonusziel und die Armee kommt. Alle Wissenschaftler absichern, okay. Die Alliierten haben mehrere sowjetische Wissenschaftler entführt und zwingen sie für sie zu arbeiten. Jo. Finden und befreien sie sie. Desolator bereit. Desolator können feindliche Infanterieeinheiten vergiften und sich in Gebäuden verschanzen. Zack. Ist das alles? Was soll ich ausrotten? Das ist ja erbärmlich. Was soll ich ausrotten? Ins Gebäude, bitte. Ich bringe Tod und Zerstörung. Ich bringe Tod und Zerstörung. Hua, 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 hua. So. Was soll ich ausrotten? Alle mal bitte herkommen. Müsste jemand eigentlich eine Kanone ausgewählt haben, oder?
Was glaubst du nicht so aus. Aus. Eine Einheit. Hab sie mir vom Hell! Cool. Desolator! Ich mache eine Schneise. Oh, der ist ja selber reingelatscht. Naja, gut, dass das den Desolator-Trupper nichts juckt. Ich weiß, das Zeug ist.